So, Freunde, hört mal, wie Sie hören, hören Sie nichts. Ja, neuer Motor. Hat tatsächlich nur einen Tag gedauert. Dienstag abgegeben. Mittwochmorgen hatte ich schon die Abhol-SMS auf meinem Smartphone. Ja, hat super gut geklappt. Ich habe noch eine ganz wichtige Info für euch. Und zwar gibt es ja den 2.2 Motor. Das ist ja die neueste Version von dem Brose hier. Es gibt da aber Unterschiede. Und zwar die Seriennummer. Ich hatte einen 100er Motor drin. Wie auch viele von unseren Jungs, die aktuelle Specialized Bikes fahren. Guten Morgen. Ja, wir passen auf. Danke. Und jetzt habe ich einen 200er Motor verbaut. Ja. Genau, und der 200er Motor, der soll jetzt alles an neuen Bauteilen verbaut haben, was Brose verbessert hat. Ja, bin mal gespannt, wie lange er hält. Aber ich bin guter Dinge. Weil der Händler nämlich gesagt hat, aus der 200er Serie haben wir noch keinen defekten Motor bei uns gehabt. Das hört sich doch gut an, oder? Und ist leise. Und leise. Aber ist ja eigentlich immer, wenn er neu ist. Zwei, drei Touren und dann hörst du ihn wieder. So. Ansonsten sind wir heute... wo sind wir denn heute? Man darf ja nichts sagen. Secret. Top Secret. Hier hat auf jeden Fall alles begonnen. Für mich Lars und Marcel tatsächlich. Marcel, der fährt hier überhaupt nicht gerne. So, mit dabei der Curtis. Morgen. Da vorne der Lars, der Brummi on Offroad und der Christian. Ja. Lars will uns heute ein bisschen was Neues zeigen hier. Bin sehr gespannt. Wir sehen uns gleich auf den Trails. Lars, wo fährst du mich hier lang? Ey, was ist denn los mit der Stimme hier? Ja, es ist nicht lang, weißt du, es ist nicht lang, aber da kannst aber du nicht... Aber nice! Kannst aber ist du nicht okay. Die sind alle so. Alles gut? Ja, aber ey, der war neu. Da muss ich wegfahren. Guck dir das mal an. Der wird Todes. Da musst du Erde vorstellen. Und wie von Zaubern ist hier der Aspekt. Lars, die Trailfee. Aber wir glauben an die Trailfee. Ja, aber der ist... Wir glauben an die Trailfee. Der macht keinen Spaß. Trailfee. Was macht denn die Trailfee? Ja, die Zaubertrails. Die baut die Trails. Ja. Die baut die Trails. Die Trailfee war wieder da. Ah, ich liebe Biken, wa? Was ist das denn? Ey, Lars! Ich glaube, die Trailfee war wieder da. Die Trailfee! Alter, wie der hier runterballert, ist der irre? Alter, wie du hier runterballerst! Ja, da muss ich aber tatsächlich ein bisschen in die Bremse gehen. Ja, ja. Wohin?
wieder raus. Ja. Lassi, ich möchte dir was sagen, ne? Ich bin schon wieder so befriedigt. Also dieser Spot, ne, der macht mich so glücklich. Es waren nur 4 Trails mit. Ey, so kurz, scheißegal, aber Adrenalin pur hier. Ja. Und diese tiefe, tiefe Wald. Im Herzen des Waldes. Wahnsinn. Ja. Oh. Wahnsinn. So, dann machen wir jetzt hier die Drehung, oder? Ciao. Tschüss! Haha! Komm, ist dein Trail. Lass du vorfahren. Fußgänger. Ich nicht. Oh. SRAM. SRAM. Dem, dem. Ist auch schon ein nices Ding, ne? Schön. Boah, aber die Matsche so in der Kurve so weggerutscht, ey. Richtig nice. Boah, diesen Sprung, das ist so krass. Wie weit du da fliegst. Da hat sich gut versetzt nach links, Lars. Ja, ich weiß, aber wie weit du fliegst. Da habe ich so ein bisschen gedacht, jetzt nehme ich Gas raus. Das sah komisch aus von hinten. Der ist auch so ein Kicker. Ist hat das sich ist aber kein... gut angefühlt, trotzdem. Ich habe überall rote Erde an den Pedalen. Ja. Vom Mighty Mitchell Trail. Wir müssen da lang können. Wir werden die hochfahren wollen. Right?
Komm, Junge! Geh mal nicht weg, ne? Boah, den müssen wir nochmal abfahren. Das ist ja geil. Ist der geil? Ja, das ist geil. Aua! Ah! Ah! Hier sind mal Stacheln, warte! So. Ein Stück. Und wir holen wieder zurück. Weiß ich gehalten. Boah, aber schon brauchen wir. Brauchen wir besser. Hier runterkommen. Ja. Ja. Hier müsste der runterkommen und hier ist genau der Zuweg da drauf von ja, hier aus. Ja. Das Problem ist, da oben ist ein Zaun. Ja, okay. Einmal drehen. Boah, ey, schöne Tour, oder? Ich würde sagen, mit diesen Bildern hier kriegen wir uns heute hier von den Trails. Ja. Boah, irgendwie stinkst du, ey. Ja, ich stink auch. Nee, nee. Nach so Pfütze. Kann sein, das ist hier der eklige Boden hier, der nasse Boden, der stinkt so. So, genau. Das war's. Mach die nochmal sauber hier. Oh, kannst du jetzt zurück auf die Couch. Zum Feierabend. Lass aber einen Daumen da und ein Abo, wenn du noch nicht abonniert hast. Lässt du da. Wir warten jetzt hier noch auf Christian. Und dann hauen wir morgen ab nach Hause.